Dann würde ich sagen, dann fangen wir einfach mal an. Also, es geht jetzt hier um die neuen Ambienzblender, die es dann irgendwann nächstes Jahr auch offiziell geben wird. Mit Transparent, mit Objekten. Das ist hier ein Objekt, genauso wie oben die Screenbar-Objekte. Und man kann also hier auch Unterpanels machen oder ein Unterpanel, was ein ganzes Verzeichnis einliest. Ne, das ist jetzt hier das Tool, die ist. Ja, und oben ist genau. Das ist jetzt hier. Kommt noch einer? Kommt rein! Bau dich! Da sind die tatsächlich. Johnny, nein! Natürlich, hier! Zu spät gekommen, es gibt einen Eintrag im Klassenbuch. Verdammt! Och, ne, nicht schon wieder. Du bist morgen früh unterschrieben zurück in den Eltern. Nicht die großen Elefanten. Ja, was siehst du noch so? Das ist eine bestimmte Schule, wo ich liege. Ganz wichtig, die Lieder. Die Schule wird abgefragt, ob auch alle da sind. Das fällt sofort auf, wenn der auch nur erste Stunde da ist, zweite Stunde wird wieder abgefragt. Naja, gut. Also wie ich jetzt gerade schon sagte, wir haben jetzt hier bei den neuen Panels, haben wir frei definierbare Objekte, die also extern sind, im Prinzip identisch mit den Screenbar-Objekten. Das heißt, alles was da oben jetzt geht, könnte man auch hier reinlegen oder eben auch mehr. Der Dragbar erscheint nur bei Bedarf. Oder eben wenn das Panel leer ist, erscheint er sofort. Moment, wenn ich jetzt ein neues Panel erlege, erscheint er sofort. Dann kann ich jetzt, dann kann ich da auf den Dragbar was drauflegen. Dann erscheint er hier. Jetzt brauchen wir den nicht mehr, weil jetzt kann ich ja hier sagen, ich kann schon wieder einmal starten. Oder ja, fix macht jetzt hier keinen Sinn. Jetzt kann ich jetzt hier einfach noch sowas beilegen. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Das ist immer die, ne? Wahrscheinlich, weil er das Wort was Riefbeam gestartet hat. Ja, gut, das ist aber nicht. Das ist doch weg, oder? Kann ich nicht. Habe ich da die Logik im Nachverkehr rum? Ja, dann schmeißt das doch auf das Icon wahrscheinlich. Ja. Nee, weil es kann sein, dass ich die Logik vom Fix jetzt genau verkehrt rum habe. Moment. Nee. Will ja nicht auf mehr gehen, dass ich ja. Weil normalerweise, wenn ich das Fix wegmachen, müsste den genauso, müsste den daneben liegen. Da habe ich jetzt wahrscheinlich irgendwo die Auswertung verwundet. Muss ich nochmal gucken. Musst du doch auf den Dragbar legen. Mhm. Wenn ich auf den Dragbar lege, ja gut, dann auf jeden Fall. Ja, dann müsste ich jetzt hier. Nein, nicht da. Da habe ich jetzt zweimal drin. Aber ich kann normalerweise, wenn ich das Fix raus habe, kann ich eben, wie gesagt, kann ich eben normalerweise dann, wenn ich jetzt hier. Dann schaltet er über den Multiview oder eben auch mit jedem anderen Programm, was ich jetzt gerade hätte, ne, würde er starten. Und wenn ich jetzt hier fix mache, wenn ich es rausmache, dann macht er es nicht. Aber ich kann auch die Objekte verschieben, so wie das gehört. Zack, zack, zack. Ne. Also jetzt habe ich das fix hier gemacht, versuche ich mal hier, was er hier macht. Das geht mir dabei. Ja, dann liegt das jetzt dabei. Das war wahrscheinlich jetzt nur in den neuen Panel, das irgendwo noch. Dann liegt das dabei und wenn ich jetzt fix mache, dann eben schaltet er das Programm dann mit dem als Argument. Und der nächste Punkt, was jetzt eben, diese Version ist jetzt schon ungefähr eine Woche alt, wo ich jetzt momentan bei bin, ist, dass wenn so ein Panel, ein normales Panel aufgerufen wird, dann wird schon ein neues Panel erstellt. Allerdings passt es jetzt noch nicht, dass dann die Objekte erkannt werden, sondern es wird erstmal nur ein leeres Fenster angezeigt, weil, weil diese Texte sind anders. Also die Argumente sind ein bisschen anders zwischen alten Panels und neuen Panels. Das ist nur eine Anpassungssache. Und das nächste, was dann eben kommt, ist, dass diese Eigenschaften, hallo? Die sollen dann eben, Moment, die sollen dann eben hier mit rein. Und nicht mehr. Kommst du hier mal rein, was willst du? Hm? War wohl nicht wichtig. Ja, die kommen dann also hier mit rein, dass man das mal alles zusammen hat. Und dann. Ja, also an Features ist jetzt momentan noch nicht viel drin, außer in den externen Klassen. Aber es wird also auch Möglichkeit geben, zum Beispiel hier so Selektionsanzeigen zu machen. Zum Beispiel ähnlich wie beim Apple bei dem Dock. Das soll also auch über externe Klassen möglich sein. Oder dass der nach unten
dass er unten verschwindet und erst dann nur hochkommt, wenn er gebraucht wird. Also da sind noch einige Sachen, die machbar sind. Und wie gesagt, das ist jetzt... Also momentan ist der Plan, bis Ende des Jahres das so weit zu haben, dass im Prinzip man mit den neuen Panels alles machen kann, was man mit den alten machen kann. Zumindest das Gröbste. Und dass die auch sauber aus den alten Konfigurationsdateien ausgelesen und wieder reingespeichert werden. Und dann eben ab nächstes Jahr eben die neuen Features sauber mit beipacken, die den Einsteller umändern, dass der mit in die Ambient-Einstellungen kommt. Und dann, also wenn jetzt Morpheus 2.7 ja wirklich relativ früh kommt, was man so hört, wird es dann wahrscheinlich eben für Morpheus 2.8 erst sein, irgendwann im Frühjahr oder so, wann das dann kommt. So, mehr kann ich ja noch nicht so sagen. Außer es hat noch einer Fragen. Also es wird nicht irgendwo separat rauskommen, ja, sondern eben... Nein, also das war mal, ganz die ersten Versionen waren separates Programm. Und dann habe ich ja mit dem Guide, hatte ich ja gesprochen, dass er wohl Interesse bestände, in Ambient die Panels mal komplett zu bearbeiten. Und dann haben wir gesagt, probieren wir das mal. Das ist also jetzt wirklich komplett in Ambient integriert. Das nutzt auch schon die Ambient-internen Funktionen, um Icons darzustellen und Programme zu starten. Also da ist ja so, das jetzt nochmal extra wieder rauszuholen, wäre schwierig. Ja, das ist auch ordentlich. Ich habe eine Frage zur Transparenz. Das ist jetzt richtige Transparenz? Das ist richtige Transparenz. Also, wenn ich jetzt in Hand Display abschalten würde, wäre die Transparenz weg. Hm. Ja, also das ist richtig mit. Das ist ja jetzt ein Hintergrund. Also, wenn sich jetzt der Hintergrund ändert, weil das kann man ja einstellen, dass das sich dann automatisch alle so und so viele Minuten oder Stunden ändert. Wenn ich jetzt hier ein anderes Bild nehme, klar, kann ich machen. Moment, das funktioniert nur mit dem Artifaktenhintergrund. Und nur an der Position. Jetzt nehmen wir mal die andere Variante. Der wird in 20 Farben mitgeliefert, der Hintergrund. Ja, entweder transparente Pelz oder nach, ne? Und Elefanten oder nichts. Ja, und das ist das Problem. Der hat auch so gewährt, also wenn ich jetzt natürlich eine Anschließung ausstellen würde, würde es nicht mehr gehen. Dann wäre auch dieser Dreckbar ständig da, weil der auch da drüber läuft. Weil der ist immer, wenn er jetzt hier nicht angesagt ist, ist er immer noch da, nur eben sehr stark transparent, weil man sonst eben nicht erkennen kann, wenn die Maus darüber geht. Mhm. Und das ist jetzt auch transparent, das ist jetzt ein Bild und nochmal ein Alpha-Wert nochmal separat. Das Bild selber, da soll jetzt kein Alpha-Kanal in dem Fall. Wenn es jetzt einen hätte, würde ja auch funktionieren. Kann man die auch horizontal und vertikal positionieren oder nur? Horizontal und vertikal geht prinzipiell, ich muss jetzt nur mal gucken. Ja gut, man sieht ja im Prinzip, dass hier, sind ja auch schon Panels bei der neuen Klasse. Ja. Nur eben nochmal ohne Dreckbar und hier dann festgetackert. Okay. Ja? Also was funktioniert zum Beispiel auch, wenn ich die Uhr jetzt hier einbinden würde, dann würde die auch dementsprechend kleiner werden. Mhm. Ja? Was passiert, wenn ich da jetzt mehr Objekte drin habe, als mein Bildschirm hoch ist? Wie Mul das dann das Layout dann macht. Also dann würden jetzt erstmal wahrscheinlich ja nach oben welche abgeschnitten oder unten. Denken wir ja nach unten. Okay. Ja? Man kann natürlich dann später noch machen, dass man den hier sagt, man macht den nicht nur horizontal oder nur vertikal, sondern hier zwei, drei Zahlen oder was. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt hier ein Verzeichnis hat, wo man seine 50. UAE-Spiele hat, ja? Dann schmeißt man die alle einfach Verzeichnis, lässt den einscannen. Das soll ja auch noch passieren, dass der das Verzeichnis dann automatisch erkennt, wenn das Verzeichnis geändert wird und dann ändert. Denn das ist, da hat der Morpheus hat ja Funktionen dafür, für so ein Notify, dass man dann eine Nachricht kriegt, wenn sich das Verzeichnis ändert. Kannst du ja was drunter legen, was sich bewegt und dann so ein Panel aufmachen? Was soll sich jetzt bewegen hier? Ja, irgendeine Animation. Die Uhr hat so von Purple Elefanten oder so? Die Elefantenfilm? Dieser analog von den Purple Lenses oder was? Nee, aber gut, ist aber wenn natürlich das Video mit Overlay läuft, wird es natürlich wieder anders aussehen. Dann ruft einfach mal die Uhr aus den Preferences auf, dann diese Analoguhr, die tickt doch auch da irgendwie. Blenkers-Vorschau. Achso, ja. Irgendwie sowas, ja. Oder die Blenkers-Vorschau, genau. Ja, Einstellungen, System. Moment, die Blenkers. Macht die Uhr oder was? Egal. Dann. Da mal ein Panel drüber auf. Tickt natürlich ganz normal weiter. Das ist also ganz normal, über Zeitvergabe ist mit den
Alpha-Funktionen, die jetzt eben drin sind, ganz normal damit gelöst. Und deswegen gesagt, wenn ohne Enhanced Displays natürlich, sieht das dann im Prinzip ähnlich aus wie die alten Bilder. So, da gibt es ja eigentlich nichts zu sagen im Moment. Das war schon alles? Ja, ich habe nicht behauptet, dass das hier 3 Stunden dauert. Kann man die Panels auch automatisch einklappen lassen, so wie die alten? Dass man sagt, dieses Tippmodul ist noch nicht drin. Das kann ich wahrscheinlich einfach von den alten Panels so ziemlich übernehmen. Weil da kann man es ja auch so einstellen, dass man 2 Panels hatte, die sind einfach von allen zugegangen. Also dieses ganze Getippe, das kann ich höchstwahrscheinlich übernehmen. Ja. Da muss man eben natürlich nur dann sehen, darf der sich natürlich nicht verstecken dann. Der sollte dann vielleicht auch ohne Alpha sein normalerweise. Das müsste man dann sehen. Also da ist momentan an Einstellbar, ist so gut wie gar nichts drin. Das ist erstmal nur ein Grundgerüst hingebaut. Das ganze Grundgerüst in der Zauber in Ambient einbauen ist momentan die Sache. Und dann eben hoffen, dass das akzeptiert wird. Und dann ab 2.8 wahrscheinlich dann auch mit ausgeliefert wird. Und man kann auch beliebig viele Panels erstellen. Das ist letztendlich die Frage der Speicherplatz wahrscheinlich. Und das ist hier Bildschirmplatz. Also man könnte die Panels natürlich auch übereinander legen, aber das wird dann irgendwie. Ja, was ist, wenn die Verzeichnisse andere Verzeichnisse drin sind? Und das haben wir doch hier schon. Da haben wir jetzt hier ein anderes Verzeichnis. Hier ist ja nochmal Intuit-Verzeichnis, das Debug hier. Der Schlüssel ist ja, dass die wieder. Wenn man quer aufgeben, wie so ein Baum. Ja, aber das könnte man natürlich jetzt noch einbauen, aber das ist ja nicht klar, ob der User das wirklich will, dann. Ja. Dass man jetzt hier diese Stadt hier dann nochmal quer gehen kann. Ja, das ist spannend. Und da noch wieder ein Ordner drin ist? Und dann geht das runter. Dann macht man hier so ein Knopf. Das war eine Spirale hier im Kopf. Das ist schon gut. Also das sind natürlich die Spitzfindigkeiten, also das muss meiner Meinung nach auch nicht mal da drin sein, wenn es ein Release gibt und das kann man dann nachher machen. Sondern mir wichtig ist mir erstmal, dass im Prinzip bei einem Release alles läuft, was mit den alten Panels läuft, dass er die alten Panels 1:1 übernehmen kann, dass eben die Einsteller ein bisschen vernünftiger sind, wie sie jetzt sind, also hier mit drin, schon rotiert dann und dass eben die externen Klassen müssen natürlich auch noch, also momentan kann man da alles reinschmeißen. Man könnte da jetzt auch zum Beispiel List3MTP reinschmeißen, dann wird die List3 erscheinen. Ja? Wie es dann aussieht, ist eine andere Frage. Da ist also momentan noch keine Sicherheitsabfrage drin, wie hier oben ist, bei den Panels ist eine Sicherheitsabfrage drin, da geht ja nur Screenbeobjekte rein. Die muss natürlich hier noch rein, aber das sind so Kleinigkeiten. Okay, können wir da nicht aufsagen? Entweder so extra Panel-Objekte oder Screenbar-Objekte. Ja, das ist ja im Prinzip, mein Screenbar-Objekt ist ja nur eine Definition, dass im Prinzip, die haben alle eine bestimmte ID. Und die wird dann irgendwo wahrscheinlich in Morpheus abgefragt dann an der Stelle. Und das muss ich jetzt hier auch noch einmal, muss ich mir noch vom Schnunzi dann wahrscheinlich noch eine ID dafür geben lassen von Mui. Und die muss dann eben abgefragt werden. Und nur wenn die ID auch da ist, wird das auch eingebunden. Ja. Sonst wird das nichts mit der offiziellen Freigabe. Hey, das ist klar. Aber das ist ja momentan erstmal alles nur, dass es erstmal geht. Nein, das sind ja Kleinigkeiten, denke ich. Wenn ich die ID habe, ist das wahrscheinlich eine Sache von 5 Minuten oder so. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das implementiert ist, aber das sollte nicht das Problem sein. Aber was ist aus, wenn zum Beispiel Datatypes fehlen für Bilder? Kann das nicht wie so ein Textmodus sein? Das sind ja erstmal Icons. Sind ja erstmal gar keine. Ach so, so. Es geht ja gar nicht. Weil mit Data war die erste Bild und bei Data hast du das Problem, so wie gerade hier dieses RKM-Mode, das ist ja noch ein altes Amiga-Eigen, die gehen auch, wenn du dann Glow-Eigen hast. Ja. Zum Beispiel galt sein, Borderlash. Das sieht, wenn du das über Datateils ANS, sieht gruselig aus. Das ist Absicht. Ich glaube, ich habe gehört. Und deswegen, das wird jetzt alles. Das Elefanten leisten. Und ja, das geht mittlerweile. Deswegen geht das, sowas geht alles über die Ambient-Funktion. Das heißt, jedes Icon, was Ambient darstellen kann, kann er auch hier darstellen. Das Einzige, was noch fehlt, das fehlt aber auch bei den normalen Panels. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in das Laufwerk reinlege, was kein eigenes Icon hat, erscheint also nicht das Default-Icon, sondern erscheint leerer Platz.
Das wäre auch eine Sache, die müsste man noch machen, dass dann das Default-Icon rausgesucht wird. Aber da müsste ich machen, das ist bei den normalen Panels auch nicht der Fall. Wie hast du das jetzt eigentlich hingekriegt, dass du die Auflösung auf dem Beamer darstellen kannst? Ich habe einen neuen Monitor definiert. Okay, das hätte ich vermutlich auch gemacht. Weil der immer nur an der Sicherheitsmodul erkannt. Ja, das ist also dieser automatische Monitorerkennung, klappt nicht. Das lag also nicht am Beamer, sondern lag wirklich jetzt am Display. Kabel ist wahrscheinlich zu lang. Ja, irgendwie sowas. Ja, gut, das kann sein, wo es jetzt dran liegt. Ja. Nee, das muss schon sein. Okay. Ja. Dann. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Besonders der Hintergrund. So, dann kommt jetzt Thorsten dahin. Ja, halt.